Hallo und herzlich willkommen zum 15. Zuschauerduell. Ist es jetzt, glaube ich? Ich habe schon wieder das Gefühl, dass ich mich verzählt habe. Was ich glaube ich sogar wirklich habe. Ja, ist nicht so geil. Allerdings habe ich das Passwort immer noch drin, weil ich schlau bin. Ah, ich merke es mir einfach nicht. Ich entschuldige mich, ja. Tut mir leid. Ich bin da auch noch neu. Hab doch ein bisschen Mitleid mit mir. Oder auch nicht. Ist ja nur eine Frage gewesen. Was tut er denn da? Er tut schon wieder Dinge, die mir nicht gefallen. Sieht nach Yosenju Kaiju aus. Klingt nach einer japanischen Darmkrankheit. Yosenju Kaiju. Jetzt auch mit Gegenmittel. Ah, immer ist sie den. Ja, wer hätte sie doch? Das hilft mir sogar gar nicht mal so viel jetzt, was ich hier spiele. Allerdings kann ich immerhin irgendwas tun gerade noch. Also ich bin noch nicht schachmatt. Sehr gut. Das ist das Problem, was ich jetzt hier halt aber habe. Geraten. Achso, geraten. Ja, ja. Ich bin halt gut mit Geraten. Die schmecken so gut gegrillt. Nein. Es war jetzt auch nicht schwer zu erraten. Der Tokyo Tower für Kaijus. Warum sollte man den Satz auch spielen? Und Tenki wird meistens mit Yosenju gespielt. Gut, man kann es auch mit Feuerfaust spielen, aber warum sollte man Feuerfaust Kaiju spielen? Kann man auch machen, stimmt schon, aber warum? Obwohl, könnte vielleicht auch eine interessante Kombination sein, falls jemand zu viel Freizeit hat und das unbedingt mal austesten will. Yay, ich gebe ihm Dinge, die er benutzen kann, weil ich... keine Ahnung, gaskrank bin oder so. Ich überlege mir da spontan noch was. Habt Mitleid. Habt ihr eh nicht, aber ich bin da. Ein Hoffnungsträger eigentlich. Liegt vielleicht auch einfach daran, dass ich Hoffnungsträger bin. Wieso habe ich das Gefühl, er wartet gerade, was ich auf der Hand habe? Braucht er ja gar nicht, er sieht es sowieso, weil ich schlau bin. Ich Superheld. Ich Superheld, sie folgt mir egal, was ich ihm zeige, sitzt ja eh. Ich muss mir da wirklich was überlegen, das ist ein bisschen ungeil. Ich gebe es zu, ich gebe es zu. Oh. Ja, komm. Wir kennen das Spiel alle. Wir ziehen erstmal ein bisschen. Ich wollte mir immer noch die Exodia-Monarchen-Variante aufbauen. Ist schlimm, hab ich immer noch nicht gemacht. So, jetzt zerschießen wir die da. Bumm. Dann spielen wir die. Ich habe es geahnt. So, dann holen wir den. Und jetzt ist die Frage. Jetzt ist die Frage. Zählt das als Monster-Effekt? Das zählt nicht als Monster-Effekt, die Tributbeschwörung, bin ich mir ziemlich sicher. Deswegen kommt man eigentlich auch gut mit dem dran vorbei. Deswegen hoffe ich jetzt einfach mal, dass er keine... ich nehme einfach mal die da. So, das da raus und... das da bringt mir so gar nichts. Zu viel ins Deck. Feld. Nehme ich nämlich jetzt den Tower. Dann schadet der schon mal nicht mehr. Ja. Das noch. Wohl, rufe ich das jetzt? Ich könnte das machen, aber das bringt mir nicht viel. Ich mach das auf jeden Fall mal. So, geht der noch mal raus. Zack. Einfach nur, damit ich ihn hab. Man weiß ja nie, wann es mal von Leuten sein kann, was man ihn braucht. Oder auch nicht. So. Das war's dann erstmal so weit. Ich muss mir unbedingt noch was einfallen lassen hier mit dem Hin und Her. Ja, es klappt auf jeden Fall. Was ist denn das jetzt? Achso. Ey, yay! Er hätte es erwartet, ein Tower. Ja, bestimmt gerade gezogen bei seinem Mehl. Ey, guck mal, was ich da habe. Was ist denn das? Was kann ich denn hier? Achso. Wie war das?
Oh, cool, wenn Mayface ein Spiel spielen in dieser Kamera im Flügel befindet. Achso. Ja. Scheiß drauf. Ja, ich hab's doch gesagt, dass die gerade gezogen. Ja. Auf die Hand. Es ist ja nun nicht so, als wenn ich nicht das Glück der anderen kenne. Ja. So. Warte mal, hier ist ein Beschwörungsleger. Einfach ein Spielzug, aus dem zerstöre das Monster und beschwöre ein Spezial von entdecken. Nö. Nö. Nö, 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 nö. So spiele ich ja nicht gerne mit. Das machen wir auch noch. Zack. Zack. Nein. Das war jetzt doof, jetzt vielleicht andersrum machen sollen, aber irgendwas ist halt immer. Mach den da und das da hinterher. Und holen zum Notfall nochmal den da. Zack. Warum denn nicht? Schuh, 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 schuh. Dann wollen wir doch mal gucken, was er da noch so hat. Ja, drei. Kann sich ein Kaltu holen. Nochmal. Schlecht. Aber ich habe ja zum Glück zwei von meinen Monstern. Oh Mann. Ach ja, so nebenbei gefragt. Nicht, dass ich das ja, vergesse oder übersehe. Es leckt nicht mehr, oder? Ich hab, das hat sich wirklich erledigt damit. Das Ding. Aber ich weiß übrigens, was er da gerade gespielt hat. Das ist den, den er sich in der ersten Runde auf die Hand genommen hat und dessen Namen ich vergessen habe. Das ist, glaube ich, Karma 1? Oder was, Karma 2? Könnt ihr auch nachgucken. Karma 3 ist es, glaube ich, nicht gewesen. Gucken wir mal nach. Weil ich doof bin. Komm schon, Karma 3. So, das ist Karma 3. Was? Warum kann ich mir den nicht angucken? Du bist Fies. Warum hat er sich die Schildkröte auf die Hand geholt und gibt... Ah, er will nächste Runde... Das Problem ist, es wird ihm nicht viel bringen. Weil... Ja, ich hab's ja gesehen. Ich konnte nur... Ich darf nicht... Hör auf, mich zu mobben. Das ist unfair. Ich habe auch Gefühle. Irgendwie. Zumindest. Ab und zu. Je nachdem. So. Ich tue hier Dinge. Wobei ich keine Ahnung habe, ich mache erstmal die Standard-Taktik. Ich spam erstmal das voll und gucke dann, was ich damit anstelle. Ja. So, ich gucke. Ich entferne, ich suche. So. Ja, ja, alle hassen mich. Ich sehe es nicht. Ihr hasst mich. Also. Ihr, die wenigen, die so tun als das. Das ist, ja, gehen wir zu einem interessanten Thema über. Homosexuelle im Knast. Hatten wir ja noch gar nicht. Letzte Folge, Duell, Spiel, Runde. Nein, doch, hatten wir. Bedauerlicherweise, obwohl so bedauerlich ist es eigentlich gar nicht. Das Thema ist gar nicht mal uninteressant, genau genommen. Normalbeschwörung, jawohl. Zack. Ja. Verband. Den nochmal. Fickt. Den raus, weil die Verdeckte nicht mehr kommen werden. Vom Feld zurück. Der Kaiju geht zurück. Kriegt den auf die Hand. Das ist das Lustige. Man tauscht nur 5 Karten aus gegen die 5 Exodia-Teile und dann kann man hier Rambazamba ordentlich vom Leder ziehen. Wie man gerade gesehen hat. Ja, Normalbeschwörung. Man kann hier lustige Dinge tun. Zack. Effekt. Der da zum Beispiel. Raus. Und das war jetzt ein GG, würde ich mal sagen. Weil er hat eine Schildkröte auf der Hand, das will er noch machen. Auf jeden Fall. Ich bin begeistert. Und ich sage... Obwohl, sage ich es jetzt? Ich sage es noch nicht. Doch, ich sage,
wenn ihr mitmachen wollt, Twitch, selber Name, wie bei YouTube hier, Despro, überall. Ich versuch's einheitlich zu machen, weil ich doof bin und mir sonst nichts merken kann. Nein, aber es ist halt einfach einfacher. Weil einfach ist. Gut, Schluss jetzt mit dem ganzen Schrott. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat's gefallen, euch hat's gefallen und sage mal so viel bis dahin. Bis zum nächsten Mal.